Moin, sind's YouTube und herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit der 10. Strecke hier am Start von der ersten Reihe. Dann haben wir die erste Reihe durch. Eine Minute 19, das ist ein Rundenrennen. Und dann, ich habe auch noch einen U-Turn und sowas gesehen auf der Karte. Das kann ja lustig werden. Das kann ja echt lustig werden. Hab ich gar keine Lust drauf eigentlich. Das wird zu heiter. Wenn das jetzt so weitergeht, dann geht's eigentlich. Ich sage, ich soll driften, dann drifte ich doch einfach mal. Easy. Bis jetzt ist es echt easy. Offroad wie Offroad. Nix hier Offroad. Offroad ist ein bisschen kacke. Oh nein. Unverkackt. Und direkt verkackt. Wie viele Runden fahren wir denn bitte? 3 oder so? Aber das ist echt nicht schwierig, das Rennen. Da ist jetzt echt nichts Schwieriges bei. So. Das ist ja echt Pillepalle ist das ja. Kann man hier auch nicht driften? Ja, hier kann man auch locker easy kann man hier nicht driften. Okay, hier muss man driften, shit. Okay. Ja gut, dann ich drifte glaube ich einfach. Mit dem Driften verliert man nicht so viel Zeit. Stimmt, also gar nicht mehr so extrem. Ein bisschen klar, aber nicht viel. Das geht eigentlich noch voll klar. Hier zum Beispiel braucht man gar nicht driften, wie das der Typ macht. Oh, wieder auf das Dach verkackt. Gibt's doch nicht. Ah, Rundenrennen, ey. Ich liebe sie. Beim einen Fehler, man ist direkt raus eigentlich. Und das ist halt bei so Rundenrennen immer ziemlich kacke. Die gehen ja über eine Minute und so. Wie hab ich denn da eigentlich gerade gedriftet? Bin ich behindert? Muss man nicht driften. Ich Vollidiot. So, jetzt aber. Das ist eine America-Flagge. Hallo, America. Easy. Ich glaube, hier müsste man driften. Genau. So war das perfekt. Genau so muss man nicht nämlich fahren. Hier gleich der Offroad-Teil, also da am besten nicht lenken. Hier wieder auf Straße kommen, wieder lenken, perfekt. Die Kurve haben wir nicht ganz so gut genommen. Viel zu viel gedriftet, schon wieder. Oh mein Gott. Driften. War das knapp. Da musste ich diesmal wirklich driften, weil ich so verkackt hätte sonst. Sonst wäre das echt grausam gewesen. Und letzte Runde. Driften. Habe ich gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, die habe ich nicht so gut genommen, die Kurve. Jetzt muss ich hier wieder driften. Weil ich die wieder nicht so gut genommen habe. So, jetzt aber. Gib ihm. Dass ich da nicht überschlägt. Das wäre echt traurig, wenn er sich da überschlagen würde. Das ist die letzte Runde, ne? Oder nicht? Jawohl. Das war die letzte Runde. Rinde ist klar. Erfolgreich, weißer Canyon freigeschaltet. Sehr schön. 10 Goldmedaillen. So muss das aussehen. Genau so muss das aussehen. Komm, Platz. Jawohl, Platz 134. Ist so gar nicht so ein schlechter Platz. Jawohl, was freigeschaltet. Jawohl, noch was freigeschaltet. Sehr, sehr cool. Wir gehen aber kurz wieder zum Verbessern. Ach, wir haben auch hinterher so Joker, die wir einsetzen können. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall sparen, die Joker. Für solche Rennen auf gar keinen Fall einsetzen. Hat gar keinen Sinn. Bitte, die kann man sich dahinter für echt Geld kann man sich diese Joker kaufen. Ich wette es einfach. Und wenn man nämlich nicht driftet, ist man schneller. 3, 2, 1. Bester Deutscher überhaupt in so einem Spiel. Normalerweise hören die sich immer bayerisch an oder so. Aber hier geht's. Hier ist echt gut. Da haben sie mal keinen Bayern genommen. Ja, Bayern gehört eh nicht zu Deutschland. So. Nee, verkackt. Direkt verkackt. Und da kann man auf jeden Fall noch mal ganz normal fahren, da die Kurven. Hinterher wird man halt viel zu schnell. Hinterher hat man hier viel zu viel Speed drauf. Hier für die zum Beispiel schon. Die wird richtig knapp, wenn man die normal nimmt. Da ging es jetzt. Ja, wieder blöd genommen, die Kurve. Nee. Okay, letzter Versuch. Diesmal machen wir alles genauso wie vorher auch. Also schön eng hier die Kurve nehmen, genau.
Schön geradeaus weiter, ganz normal, alles klar. Dann hier schön im großen Bogen endlich mal. Die Kurve hier. Und die natürlich auch im großen Bogen. Aber kein großer Bogen, hat aber gereicht auf jeden Fall. Und jetzt muss man hier driften. Und hier den Checkpoint mitnehmen, jawohl, genau. Und Offroad. Achtung, Offroad. Und wieder ein bisschen driften. Momentan sind wir sogar besser als mein vorheriges Ich, aber ich glaube, das schaffe ich nicht lange durchzuhalten. Weil das wird immer eine richtig enge Kurve hier. Hier müssen wir natürlich wieder driften, klar. Oh, da habe ich Speed verloren. Das war gar nicht gut. Da habe ich gerade krass Speed verloren einfach. Hier schön gerade bleiben, genau. Hier wieder Speed aufbauen, jawohl. Nicht immer so umkippen, bitte, danke, Wagen. Dann um die Kurve drum. Und dann hier wieder driften. Und wieder driften. Nicht umkippen, Wagen, nicht umkippen. Danke, danke. Das war schon wieder die letzte Runde, ne? Jawohl, das wird eine bessere Zeit. Das wird eine bessere Zeit, wie wir gerade hatten. Jawohl. Sogar, ich weiß gar nicht, um wie viel wir uns gerade geschlagen haben. Auf Platz 75 unter den Top 100. Jawohl, so sieht's aus. Unter den Top 100 Playern in Nordrhein-Westfalen. Und unter den Top 1000 auf der Welt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, die Strecke war lustig. Dann sage ich auch wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Trackmania Turbo. Ciao, ciao.